Kraftprobe, schwer. Stand hier drüber. Jetzt probiere ich es mal. Ich habe jetzt zu Daniels Verteidigung natürlich mir lauter Kampfsachen angezogen und daher jetzt einfach so probiert, aber der Bub. Was für eine Enttäuschung das war. Da will man irgendwie mal wieder einen Schrein machen, wo es um Kombinationsgabe und Pfiffigkeit geht. Und dann erwartet eine reine Gewalt. Danke. Gut, dass es bei Backflip machen. Dass es bei Querkopf damals nicht so war. Das wäre ein bisschen geil gewesen. Da hätten wir uns als Klasse da monatelang vorbereitet mit allen möglichen Rätselheften. Und letztlich wäre ich dann gegen den aus Stuttgart oder wo der herkam, Augsburg, in so eine Arena reingeworfen worden und einer hätte so einen Dreizack bekommen und der andere so ein Netz. Wahrscheinlich müsste man diese Musik kennen, aber ich kenne sie nicht. Das ist irgendwie so eine typische Arena-Musik. Ist das so? Nein, nicht. Wie oft? Das hätte ich aber ehrlich gesagt ganz gern gesehen, wie der mit seinem Netz hantiert. Der nimmt nicht so viel Schaden, oder? There were horses and a man on fire and I think I killed somebody with a trident. Der nimmt überhaupt keinen Schaden. Der ist noch nicht so schlecht, das aber schon. Da ist ja nur am Fressen in dieser Arena. So ein harter Typ, dass ich mir halt erstmal 30 Chilis reinziehe, wenn ich einen auf die Fresse krieg. Da freut man sich doch schon auf den nächsten Besuch im... Das Masterschwert macht jetzt nicht so viel. Soll ich es mal mit dem Bergspalter da... Schlägt halt ewig langsam zu. Das macht 52. Aber das ist eher so eine... Kannst du es auch mal mit Bomben probieren oder so. Ich meine, das macht jetzt schon deutlich mehr Dent. Oder Bombenpfeil. Oder doch der antike Pfeil. Ich meine, dafür gibt es ihn doch. Ah, ne, Schmarrn, der ist nur für die großen Guardians, oder? Ja. Also nicht diese Ficker. Geht's denn du von Darf man das sagen eigentlich? Was denn? Große Ficker. Überhaupt? Oder ist das... So, jetzt kriegt das. Kriegen wir da jetzt Werbeärger mit YouTube? Werbeärger? Scheiße, genau das wollte ich vermeiden. Erst nochmal eine Lage Chili. Könnten aber wieder was kochen. Wenn der kleine Hunger kommt, ist mal ein Blech. Das erinnert mich an diese Habanero-Soße, die ich mir mal gemacht habe. Die war ähnlich. Aber danach hätte ich nicht mehr kämpfen können. Mein Gott, war das dumm. That actually worked. Hör dir! Aber wurde uns diese Quest mit der achten Kriegerin nicht als besonders geil empfohlen? Jetzt haben wir ein Foto von der Statue gemacht, oder kommt da noch was? Ich weiß ja noch nicht, wie es ausgeht. Ja, wahrscheinlich wie diese Geschichten mit mach doch mal von der und der ein Foto, lohnt sich immer ausgehen. Nämlich dann stehst du wieder vor Gericht und Unterlassungsklage und so. Jetzt kommt der wieder mit Laserstrahl an. Ist doch gut, wenn man das beherrscht. Jawohl.
Hauen zusammen. Da tut sich für gar nichts, gell, wenn du den so triffst. Ach. Muss gucken. Oh, oh. Waffe zerbrochen. Ich weiß. Lauf doch. Yes. Ja, ein hartes Stück Arbeit. Was haben wir? Ja. Und insgesamt ein Haferkubik. Aber naja, wenigstens mal wieder Platz im Essensfach. Achso, wo ist denn hier jetzt... Das ist bestimmt irgendwo eine Kiste, die man hätte holen sollen. Wahrscheinlich da oben, während man hochteleportiert wird, hochgeslidet wird. Ja. Ja. War in den Kampfschreinen noch eine extra Kiste immer? Manchmal schon. Hier ist schon mal eine extra Kiste und es ist... Ja, immerhin. Na, oh, passt doch. Tada! Ja, ja. Weiß ich doch. Dann können wir jetzt zurück teleportieren, oder? Schau, wie nett die da so voreinander hin dackeln. Stimmt, wie die Bremer Stadtmusikanten, nur voreinander statt übereinander. Das war das, wo Marky Mark mitgemacht hat, oder? Ja. Und danach hat er auch, hier die waren auch zu viert. Jennifer Lopez geehelicht. Unten war Shayhem, dann kam Howie, dann Brian und ganz oben Marky Mark. Das Shayhem vom Brosis. Wer nicht dabei war, war Giovanni Zarella, was sehr kurios ist, weil der eigentlich überall dabei ist. Ja. Ich finde aber, der ist cooler, als man denkt. So, was die letzte Let's Dance-Staffel bei mir bewirkt hat, nämlich Giovanni Zarella hohen Respekt entgegenzubringen. Das ist sowieso mega krass, was die da machen müssen. Das ist oberkrass, was die da machen und teilweise auch können. Sogar die, ja okay, es gibt pro Staffel immer einen, da muss man jetzt keinen Respekt vor haben, aber der fliegt dann auch immer gleich raus, ja, weil die halt gar nichts können. Aber sowas der Giovanni auch so jetzt im, weiß ich nicht. Wo ist denn der Typ? Der ist doch hier von der Stadt. Der rennt davon vor dir weg gerade. Hier geblieben. Warte doch. Komm wieder her, du. Duska, du wieder. Tut mir leid, aber ich bin auf der Suche nach Frauen. Deshalb laufe ich hier wie ein Irrer herum. Zieh dich aus. Moment, so. Jetzt guckt er gerade weg und dann... Die Verwandlung. Juhu. Ich bin so froh, dass du es halt zurückgeschafft hast. Achso, tiefe Stimme. Du hast so lange gebraucht, habe ich mir schon Sorgen gemacht. Naja, so tief ist seine Stimme. Wie geil die Sandrobbe im Hintergrund mit Air da so rumhängt. Die achte Kriegerin ist eigentlich nur ein Ammenmärchen. Das gibt sie gar nicht. Was? Ich habe das nur erzählt, weil ich dir irgendwie näher kommen wollte. Und dafür haben wir jetzt 40 Chili und 20 Bananen verbraucht. Aber das wird nicht mehr passieren. Von jetzt an werde ich dich bis an mein Lebensende... Hat sie gefunden. Du wirst dich beruhigen, damit ich mir keine Sorgen mehr um dich mache. Du bist wirklich herzensgut. Aber das ist nicht nötig, denn vom heutigen Tag an... Wie der Lämmer an. Das ist ein gutes Foto. Genau wie es die Gerüchte sagen.
Das. Das ist ja unglaublich. Die legendäre achte Kriegerin existiert also wirklich. Das ist eine Sensation. Wenn die Leute das wüssten, sie würden durchdrehen. Aber ich werde es niemandem verraten. Das ist unser Geheimnis, das uns für immer aneinander binden wird. Der ist voll creepy, oder? Ich verstehe. Warte, ich ziehe sie hier schon aus. Ha! Cool. Bitte geh pfleglich damit um. Tu es für mich, ja? Könnte ich damit die Schneestiefel zurückbekommen? Sonst müsste ich barfuß herumlaufen. Nein! Nein! Gut, sitzt, wackelt und läuft. Ja, toll. Damit werde ich in der Wüste aber nicht leicht haben. Das ganze Gerenne hat mich gestoppt. Und in der Zelte werde ich mich mal etwas ausruhen. Möchtest du nicht vielleicht auch ein wenig dort mit mir? Nur Wiedersehen. Ja. Der wow. Kerl. Aber dafür... Sandstiefel. Mega Sandstiefel. Wir könnten auch bei der Fee mal wieder upgraden. Alles, aber wir haben ja alles schon verschmissen, oder? Über den Dude an, ey. Ja. So, Unu. Unu? Könnten wir mal auf ein paar Erinnerungsjagden gehen. Das heißt, uns in irgendwelche Ställe der so und so bewegen und dann da mit dem Maler reden, damit der uns Tipps gibt, wo die übrigen Erinnerungen sind. Einer hat den Stall der Ebene empfohlen, weil es da auch diese Riesenpferde zu zähmen gibt. Stall der Ebene. Wo ist denn das? Das sagt dir die Karte. Das ist, glaube ich, relativ zentral. Hier ist... Stall am Fluss. Stall der Ebene. Da ist übrigens im Nordwesten noch ein Gebiet, was... nicht aufgedeckt war. Undiscovered Country. Cool. Und da jetzt mit dem, wie heißt der, Kangis reden, ne? Könntest du auch Pferdi mal wieder herbeiholen. Oh Gott. Ah, das ist 100 Pro der Endboss. Pferdi, Ganons Fluch des Zottels. Wie geil das Wasser da so drüber läuft. Schuschi. So. Boah, cool. Mhm. Da müssen wir auch noch hin. Wo ist jetzt dieser Stall? Da unten. Nehmen wir den dabei. Der Kangas. Hey ho, Kangas Khan. Ich habe leider alle Äpfel gegessen. Das ist immerhin Terry. Ha, oh, da gibt's eine Quest. Wo? Oh, bei wem? Bei dem. Trond. Willkommen und so. Ach, was gäbe ich nicht für recht Luxuswild. Dieser Geruch, rieche ich da Luxuswild? Verkaufst du es mir? Na klar. Da will ich dir mich nicht lumpen lassen und gebe dir 100. Ich kann heute nicht mehr lesen irgendwie. Du drückst auch so schnell. Danke, jetzt geht's mir besser. Jetzt kann ich mich auch wieder richtig reinhängen. Wenn du wieder frisches Luxuswild hast, komm vorbei. Gutes Geschäft gemacht. Ein schneeweißes Pferd. Das ist doch die Quest, oder? Dieser Schimmelsumpf vom Salfura-Hügel soll schneeweiß sein, ohne jegliche andere Markierungen. Angeblich hält er sich abseits von anderen Pferden auf. Wenn du ihn zu deinem Pferd machen und zu mir bringen könntest, wäre es das Größte für mich. Das war eine von den Pferdequests. Jetzt mal schauen, ob der Kangas hier noch irgendwo ist. Ist der denn immer beim Stall? Vielleicht ist er weitergezogen, wenn man das schon hat, hier in dem Gebiet. Das wäre aber blöd, weil der hier hätte uns doch bestimmt einen Tipp gegeben. Achso, die Überraschung meinst du? Überraschung, Erinnerung. Ja. Hm. Weiß ich nicht, haben wir die schon von hier? Weiß ich nicht. Hätten die mal markieren sollen immer. Ja, komm. Also ob wir da noch gewusst hätten, wofür die Markierung ist. 6 Millionen Folgen später.
Das ist so ein kleiner Wutz. Was ist das? Ach, das ist hier der... Udo. Iwata-san. Ja, weiß nicht. Und nu? Sollen wir das mit dem Pferd machen? Ja, versuchen wir mal das Pferd zu kriegen. Wo hat er gesagt, ist das? Sulfur... Nee, Sulufuru. Da war doch gerade so ein Pferd. Salfura-Hügel. Achso, das ist nur der Typ. Hier ist wieder die Arena. Vielleicht doch über die Brücke rüber in dem noch nicht entdeckten Gebiet. Also hier so lang, okay. Wegen mir. Decken wir den Shit auch noch auf. Ich werde natürlich jetzt Pferdi mitbringen können, aber es ist irgendwie ein bisschen uncool, sein Pferd mitzubringen, wenn man ein neues Pferd mitbringt. If you catch my drift. You versus the horse he told you not to worry about. Da hat's Pferdi wahrscheinlich schwer. Ja. Trotz dem ganzen Tinnef im Gesicht. Sind wir hier ganz am Anfang schon mal angekommen? Das kommt mir sehr bekannt vor. Die Stelle mit dem Baum. Wie lange das schon her ist, oh Gott. Wann haben wir angefangen? Im März. Ich glaube schon. Halbes Jahr. Ist eine Menge passiert. Wir haben einen Haufen guter Kameraden verloren. Ich überlege gerade, was waren in der Zwischenzeit eigentlich? Other video games were released. Achso, die Katzen hatte ich damals noch nicht. So, that's new. Ich war damals noch... eine Frau. Nee. 37, just a kid with a dream. Now look at me. 38, still a kid with a dream. Ey, das ist doch wunderschön. Also hier, Bingo-Karte ausgefüllt. Jetzt entwert mal nicht die Bingo-Karte. Das ist ja schließlich keine Fahrkarte. Letztens das Dilemma, ich hatte 2 Zehnerkarten in meinem Geldbeutel, wo jeweils noch ein Streifen frei war. Ja. Und dann habe ich, weil ich keine Kurzstrecke gefahren bin, sondern die beiden Streifen gestempelt und war mir dann nicht sicher, ob das... gut genug war. Also und wenn mich ein Controletti aufgehalten hätte, ob das gegolten hätte. Bist du jetzt schon auf dieser Salfura-Ebene? Schau doch mal auf die Karte. Das weiß ich doch nicht. Nee, du musst einen Turm suchen, genau. Ja, das mache ich doch gerade. Ja, dann mach halt mal. Ich sehe nichts. Siehst du was? Aber sieht man die Türme nicht eher auf der Karte auch? Nee. Nee. Ich wäre jetzt mal in diese Richtung weitergegangen. Dann einfach mal drauf los. Genau. Donk. Bei Fuck Yeah Gamecube ist nicht mehr so viel los. Ich frage mich, was aus der Betreiberin geworden ist. Seit wir das angefangen haben, ha? Yeah, was wir auch gedacht haben. Mein Gott, jetzt macht halt Zelda mal fertig. Nee, so generell, da passiert, also klar passiert auch videomäßig bei uns nicht mehr so viel, aber irgendwie war die schon mal fleißig und ich glaube, früher war die auch in so sozialen Medien öfter sichtbar und ich frag mich, ob da alles in Ordnung ist. Dann mach halt mal einen guten Witz. Ach, ständig gute Witze, halt nicht im Let's Play. Und ihr seht euch nicht. Ein privat guter Witz. Die besten Witze, die kriegen ja sowieso keine Resonanz. Das sieht man bei Twitter immer. Das ist wirklich so. Guter Witz, ein Retweet. Guten Morgen, bin gerade aufgestanden. Vom eigenen zweiten Account und dann so wünsche euch einen schönen Tag. 800 Retweets. Also jetzt nicht bei uns, aber...
Da freue ich mich ja auch schon drauf, wenn dann die ganzen guten Morgen bin gerade aufgestanden, Leute, endlich 280 Zeichen haben, um den Leuten guten Morgen und 3000 Emojis hinterher zu schieben. Tja. Hatten wir ja schon mal. Ich verstehe ja von mir aus, wenn man so einen Tweet liked, aber retweeten, das verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Wem denn? Was hätte ich jetzt davon, wenn ich einen Retweet kriege von irgendwem, dass Unge uns allen einen guten Morgen wünscht? Der ist dein Tag gleich viel. Ja, aber der von dem, der retweetet hat, nicht? Weil der wird dann leider mit eingeschlagenem Schädel irgendwann gefunden werden, wenn ich den an den Tag begegne. Aber gut. Du bist ja gemein. Der wollte dir nur einen guten Morgen von wem anders wünschen. Stimmt. Ob Unge denn, oder wenn man jetzt populärer YouTuber ist, ob der denn damit d'accord geht, wem er denn dann alles einen guten Morgen wünscht. Achso, weil der hat es ja nur seiner Followerschaft gewünscht und genau, dann retweetet es einer. Und dann hat der aber irgendwie Lutz Bachmann mit drin oder so und dann... Oh, wer war der denn? Ach, das war dieser Nazi. Ja. Wahrscheinlich ist man sowieso bei Twitter, wie bei so Six Degrees of Separation, bei Twitter zwei Retweets schon nur weg von irgendeinem Rechtsradikalen. Und dann hat man da hinten ist ein Schrein oder ein Turm. Ich glaube, es ist ein Schrein. Wie sieht denn das da aus? Ach, das ist unser Titan, den wir da schon geparkt haben. Ich steige mal auf den Berg darauf. Mach mal. Ich sehe seine Idylle da. Gut, heutzutage bist du wahrscheinlich nur einen Retweet von dem Rechtsradikalen weg oder viele nur einen Tweet, nämlich wenn sie ihn selber tippen. Aber das ist alles nicht gut. Vorsicht. Da geht's schon los. Einmal sagst du was und schon steinig ziehen. Ja, ich habe mir jetzt sagen lassen dürfen von irgendwelchen besonders intelligenten Gestalten, dass ich ja sowieso so einen Alt-Right-Look am Start habe. Mhm. Ich dachte, du hättest so einen Islamisten-Look. Oder beides das? Gleichzeitig, offenbar. Ist das wie so Skins, die halt dann, wo man auch nicht mehr genau weiß, sind die so rum. Hier waren wir ja schon. Den Schein haben wir schon gemacht. Toll. Deswegen kam dir das auch bekannt vor. Wieso waren wir hier schon mal? Weiß nicht, Schüleraustausch oder so? Aber von da oben müsste man doch dann wenigstens irgendwo sehen können, wo der Turm ist. Und oder spektakulär runterfallen. Du und deine Allegorie zu aktuellen Stephen King-Verfilmungen. Von hier oben müsste man doch sehen, wo der dunkle Turm in den Kinocharts ist. Hast du den gesehen? Nee, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch gucken kann. Oh, guck mal! Was denn? Ist das eine Erinnerung? Das bin ich mir nicht sicher. Aber der Liebesteich. Das ist aber, glaube ich... Liebesteich. Ich habe was gelesen darüber, dass da bei Nacht so ganz seltene Geschöpfe irgendwie sich hier sammeln. Im Liebesteich. Und dass das, was damit zu tun hat, mit diesem Gedenken an Iwata. Ach so. Weil doch hier dieser eine Dings rumläuft, dieser eine Händler, der so ein bisschen aussieht wie er. Und dann gibt es wohl irgendwie eine Quest, wo dann, glaube ich, nachts hier so ein... Das ist ein Reh oder so oder irgendein fantastisches Waldtier, die kommen dann hier zusammen und das ist wohl, diesen Baum gibt es im ganzen Spiel nur ein einziges Mal und das ist hier halt so die Gedenkstätte für den. Das finde ich ja eh voll nett, was die dann, hast du mit diesem Golfspiel mitgekriegt? Ja. Das ist ja auch noch in die Switch. In jeder Switch ist ein Golfspiel eingebaut, das vom NES. Man kann das wohl immer am Todestag vom Iwata, der 11. Juli oder so, kann man das aktivieren, wenn man die Joy-Cons in die Hand nimmt und diese Nintendo Direct-Geste macht. Und das hat er selber programmiert, das war so das erste oder das letzte Spiel, was er selber für Nintendo programmiert hat, noch 85. Ach so. Mhm. Das wusste ich jetzt nicht, siehst du? Ja, seit er weg ist, ist nicht mehr so, dass Nintendo noch so mit einem Gesicht nach vorne geht. Man hat halt bei Nintendo of America den Reggie oder diesen Bill Trinan oder so. Und in jetzt gerade aus Japan ist es halt hier, ich weiß leider den Namen, den kann ich mir nicht merken, der halt hier gerade der Game Director von Mario Odyssey ist und so. Aber hat Nintendo nicht dieses eine Maskottchen, der Dings mit dem Schnurrbart? Günther. Nee,
Günther und sein Bruder Jochen. Olaf. Wie heißt der jetzt? Was ist das da? Schwammerl. Wo ist denn da der Turm? Da ist noch ein unentdeckter Turm übrigens. Wo? Da. Aber ist der von dem Gebiet? Guck mal, ob da noch einer übrig ist. Ja, das ist schon der. Ja. Holy shit, ja dann. Dann kannst du es länger segeln. Mein Gott, dieses Land, wie riesig das ist. Da hinten ist übrigens nochmal ein Turm. Krass. Das ist auch von allen Open Worlds, außer vielleicht von Ghost Recon Wildlands, die, wo ich finde, dass die Weite auf allen, auf jede Sichtweite hin echt wirkt. Hm. Ne? Also das Gewitter da drüben. Wo? Oh ja, stimmt, ja krass. Das ist wirklich ein Gewitter, was da gerade. Das ist ja krass, das ist wirklich so als Wolken mit Niederschlag und so auch. Hm. Und nicht einfach nur so ein Grafikeffekt. Krass. Ja, wir fliegen dann hier jetzt noch so ein Stück. Wahrscheinlich machen wir sogar kurz eine Pause. In der nächsten Folge fliegen wir dann weiter zu dem letzten oder einem der letzten Türme. Bis dann.